So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Hitman Absolution und wir haben in der letzten Folge erlebt, wie wir die gute Diana in Anführungsstrichen umgebracht haben. Wir haben sie ja nur angeschossen, aber ich denke mal, die wird nicht lange überleben. Was wir aber jetzt gemacht haben, wir haben uns quasi gegen unseren Arbeitgeber entschieden und müssen jetzt das kleine Mädel, glaube ich, befreien. Ich muss sprinten. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Soll ich mich jetzt hier durchballern? Wollen die das von mir? Ach so, weil... Okay. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Sind die jetzt hier? Genau. Vier Stück. So, Victoria ist in dem Raum. Drücken Sie X, um Zielfeuer zu aktivieren. Geil. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner. Geil. Das ist doch schon mal sehr fett. Das finde ich eine coole Funktion. Die ja auch an Red Dead Redemption erinnert. Ich glaube, dort hieß es Bullseye oder so. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Na gut, die lasse ich jetzt mal hier liegen. Wir gehen jetzt hier durch und holen uns die Kleine. Habe ich das verkehrt gemacht? Okay. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich weiß. Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt! Das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. So, hier kommt nochmal die ganze Zusammenfassung von dem Ganzen. Waffenhandlung. Freigeschaltet. Verringert den Rückstoß von Waffen. Das ist auch mal sehr interessant. Nächste Stufe verkürzt die Nachladezeit. Das ist auch super. So, hier wie gesagt nochmal die Zusammenfassung. Ja, wir haben natürlich einen dicken Minuspunkt bekommen, dadurch, dass wir entdeckt wurden. Ist blöd gelaufen, aber was soll's. Hier, die haben wir jetzt schön gesammelt. Und da sind noch die Möglichkeiten, die man noch freischalten könnte, wenn man denn darauf aus ist. Muss aber nicht sein für uns. Wir machen einfach mal weiter.
musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. The King of Chinatown. Okay. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Das sieht schon richtig detailreich aus, Wahnsinn. Hübsch, hübsch, hübsch. So, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt direkt hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall diesen König von Chinatown erledigen. Die Flasche nehmen wir am besten mal mit. Könnte ja hilfreich sein. So, wir müssen vermutlich hier durch. Ja. Wow. Boah, die Menschenmassen, ne? Wahnsinn. Und dennoch läuft's sehr flüssig. Wir sind bei 60 FPS. Jetzt geht's mal runter auf 30, aber ansonsten, ich meine, 30 ist auch noch normal. Es läuft einwandfrei. Ach, da ist er. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Genau, da schauen wir auch mal rein.
Für absolvierte Herausforderungen erhalten Sie einen permanenten Punktebonus. Je mehr Herausforderungen Sie meistern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Viel Erfolg! Dankeschön, liebe Frau Schmidt. Okay, hier haben wir also die ganzen Möglichkeiten. Vermeiden Sie es, entdeckt zu werden. Ja, das ist ja ganz klar. Vermeiden Sie Tragen von Verkleidungen. Aha. Unschön, aber effektiv. Ziel eliminieren. Ja, das wäre jetzt die schnellere Variante. Ich könnte jetzt einfach die Waffe rausholen und auf den ballern. Das wäre aber wirklich ein bisschen langweilig, Freunde, oder? Seht ihr das nicht auch so? Dann wäre die Mission sofort vorbei und wir müssten im Grunde nur noch entkommen und das, ja, weiß ich nicht. Der Sprengstoffexperte arbeitet wie ein Chirurg und vermeidet Kollateralschaden. Aha. Mann am Boden. Achso, da muss ich ihn entführen quasi. Auch nicht schlecht. Unfallkill. Boah, hier gibt es echt wahnsinnig viel Möglichkeiten. So. Warum wird die Frau markiert? Mal gucken, wir gehen mal hin. Ich glaube, die hat nicht viel zu bedeuten. Boah, die Menschenmassen sind sehr übel. Guck mal, da ist irgendwas. Hallo? Ja, nein. Da unten. Da gehe ich einfach mal runter. Ich weiß nicht, welche Richtung von Ziel das jetzt ist. Da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Vielleicht sollte ich erstmal irgendwie ausschalten, ne? Und die wird aber nicht angezeigt. Vielleicht ist sie auch uninteressant, keine Ahnung. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Was ist denn das eigentlich? Die Drogen des Königs. Aha. Bereit zur Kontaminierung. Okay. Wir haben ja also erstmal die Drogen. Nächste Sache wäre, wo? Irgendwo da hinten ist was. Ist hier oben noch was? Nee. Also nur da hinten. Da gehen wir einfach mal durch die Massen. Aber Freunde, ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Oh, da ist auch noch ein Gegner. Aber den kriegen wir schon ausgeschalten. Wie gesagt, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder morgen 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.